Moin Leute, Lego Ninjago Rollercoaster Dragon Pit Woche 3. Was ist passiert? Ich habe den einen Bergfels hier auseinandergenommen und angefangen, als Bergwand neu hochzuziehen. Hab die 2x4er Steine verbaut. Bin jetzt 60 Steine hoch. Hab auch keine Steine mehr. Hab jetzt irgendwie 16, 17. Vielleicht sogar 1800 von den 2x4ern insgesamt schon im Mock. Habe hier einen kleinen Höhleneingang reingebaut. Da kann man dann in den Berg reingehen. Eine Stütze für die Achterbahn. Bin am Überlegen, ob ich, weil ich die roten Schienen nicht mag, überall wo rote Schienen sind, quasi ein Tunnelsystem baue. Und habe schon mal hier die Schrägsteine angesetzt. Mal schauen, wie das wird. Hier will ich um die Kurve rumbauen. Hoch, dass dann der Berg quasi die Stützen ersetzt. Das wird noch ein bisschen Arbeit, weil wenn man da mal so reinguckt, wie ein Berg dann von innen aussieht. Ja, jetzt wisst ihr auch, was man mit den bunten Steinen macht. Die sind immer hinten in den Bergen oder als Stützen unter den Platten. Ja, dann kommen wir hier die Kurve quasi rum und dann werde ich hier einen großen Höhleneingang bauen, wo dann quasi mal ein Drache rauskommen könnte. Die Bergwand kennt ihr ja schon, da ist nämlich weiter was passiert. Ob ich das hier hinten noch so lasse, das weiß ich noch nicht. Vielleicht baue ich es noch höher. Muss mal schauen, es ist schon echt extrem. 60 Steine hoch, also ist schon ordentlich was zu tun gewesen. Und ich habe, sieht man das hier? Hier, wo die hellgrauen Steine sind, das sind Techniksteine mit Pins, damit ich das dann später auch alles wieder auseinandernehmen kann, damit es modular ist und mit auf die Messe kann. Okay, hier ist ein bisschen Chaos noch. Liegen wohl Steine rum. So langsam gehen meine Slopes, hatte ich ja schon gesagt, gehen langsam so zu Ende. Ein Haufen Gemischtes habe ich noch. Oder halt von den kleinen habe ich noch ordentlich was. Ein paar Steine, die ich noch brauche. So. Bis nächste Woche. Ciao.